So, willkommen zurück bei Let's Play Terranigma. Im letzten Part, in Part 8 war das, haben wir, was haben wir da alles gemacht? Viel, sehr viele sogar. Also für das Spiel ist es viel. Oh, meine Abwehr nimmt ab, finde ich nicht gut. Da haben wir den kleinen Löwe Liam kennengelernt, haben ihm geholfen, seine Prüfung zu bestehen und sind nach, beziehungsweise kennengelernt haben wir davor auch schon. Aber ich muss immer so einen kleinen Rückblick machen für mich selber. Wir haben ihn sozusagen, ja, wir haben die Prüfung abgeschlossen, nennen wir das so. Und nun, in Eklimate angekommen, haben wir schon ein Eisblumenblatt erhalten, um den Yeti dort oben zu heilen, denn der kann mir helfen. So, dazu muss ich das aber erstmal auswählen. Utensilien. Möchtest du das auswählen? Ja, ausgerüstet. So, jetzt laufe ich einfach hin, drück X. Das Eisblumenblatt heilt selbst tief und, Wirft das Eisblumenblatt in die heiße Quelle. Yeti sagt, meine Wunden sind geheilt. Du Freund, mein Freund, du mitkommen. Ja, ich komme schon mit, mein Freund. Möchtest du das auswählen? Ja. Oh, was mache ich? What the fuck? Wow, eine verschwendet. Ja. So. Okay, und ich mitkommen, du mir helfen. Willst du hinüber? Ja, alles klar. So. Nun geht's hier weiter in diesem Abschnitt. Und vielleicht schaffe ich Eklimate heute. Ich war. Hoi. 90 Damage. Okay. Okay. Oh je. Oh mein Gott. Oh wow. Oh wow, da habe ich ganz schön abgeräumt gerade. Hier kommt nichts, aber oben kommt vielleicht wieder so ein blaues, dummes Viech. Nein, doch hier. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube aber... Jetzt gibt es zwei Richtungen. Einmal da hoch oder rechts lang. Ich glaube, rechts geht's spät oder jetzt dann auch zu einem Kristall, so wie hier unten. Wow, ich bin entdeckt und ihr seid tot. Toll. Einen Kristall erhalten. Da komme ich nachher raus. Jetzt gehen wir erstmal da hoch. Müsste, glaube ich, richtig sein. Wow. Okay, es war Feuer. Alter, was krittet denn der die ganze Zeit? Hammergeil. Schau, wie Gangplank Kuh. Haha, haha. Oh, nö. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Jetzt muss ich schnell wieder umdenken. So. Die Truhe bekomme ich nachher. Gut. Bin ich jetzt hier richtig oder falsch? Ne, ich bin richtig. Jawohl. Ihr werdet euch fragen... Hilfe! Oh mein Gott, nein! Peng. Oh mein Gott! Eine Lawine! Schnell! Lawine! Oh je. So. Runter und in die Höhle rein. Jawohl. Man kann auch von der Lawine getroffen werden, bekommt er trotzdem dann raus. Stunden später. Als du erwachst, siehst du einen Widder vor dir. Gut, du bist wieder erwacht. Wir scheinen gefangen zu sein. Kannst du gehen? Kein Problem. Hey, Ark ist niemand, der so leicht aufgibt. Genauso ist es. Wirst du mir bitte folgen? Oh. Ich finde, das Spiel hat so viel Moral in sich. Gleich wie jetzt auch. Wow. Hammer. Das ist mein Gefährte. Er atmet nicht mehr. Er ist hart angeschlagen. Das Schicksal ist unbarmherzig. Gerade weilten wir noch zusammen. Doch Tränen helfen nicht weiter. Sie bringen ihn nicht zurück. Er scheint nicht mehr zu atmen. Ich habe ein Fell, doch du wirst bald frieren. So, jetzt muss ich einfach nur warten, weil es wird jetzt automatisch dunkel. Da dachte ich mir schon,
Was ist denn jetzt los? Kann ich jetzt nichts machen? Ich habe ein Feld und du wirst bald frieren. Jetzt kommt's. Da sieht man einfach, wie verweichlicht die Menschheit war. Die Nächte hier sind eisig. Oder ist, wie verweichlicht die Menschheit schon ist. Wir sind alles an die Pullis und Hosen und alles Mögliche gewohnt. Und ich weiß es nicht, damals Römer, die hatten ja auch noch keine abgeschlossenen Fenster und alles. Wer hat denn das Licht ausgemacht? Fürchtest du die Dunkelheit? Oh ja, natürlich habe ich Angst. Jeder fürchtet doch die Dunkelheit. Alle Lebewesen meiden die Dunkelheit. Oh ja, weil sie einsam macht. Und das stimmt. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns alle Partner suchen. Wollen wir ein wenig schlafen? Komm näher, ich halte dich warm. Das ist schön. Es erinnert mich an Zuhause und Melina, mein Bett. Ich finde die Moral in dem Spiel, alles was es sagt, ist wahr. Also viel ist wahr. Dunkelheit macht einsam. Ist wirklich so, wenn du in der Dunkelheit draußen rumläufst allein. Was ist jetzt los? Dann bekommst du Angst. Also, und du guckst dich immer um, ist da wer, ist da wer, aber wenn man zu zweit in der Dunkelheit rumläuft, macht man sich keine so Gedanken. Tut mir leid, habe ich dich geweckt? Die Kälte ließ mich aufwachen. Ich verstehe. Du musst hungrig sein, wie wäre es mit Frühstück? Was nun ganz schön heftig ist. Was tust du? Ich esse. Durch die Kälte bleibt das Fleisch länger haltbar. Das mache ich nicht. Es ist dein Gefährte. Wie kannst du davon essen? Er wird in mir weiterleben. Deshalb tue ich es. Auf diese Weise wird er immer bei mir sein. Dennoch, ich kann nichts davon essen. Ich verstehe. Das ist schlecht. Denn wenn du alleine weitergehen willst, musst du dich stärken. Ich habe Heilknollen, ganz viele. Aber der hat schon ein bisschen recht. Selbst, ich finde, bei Tieren ist es ja so, gerade bei Löwen, die kämpfen gegeneinander und hey, der Löwe tötet den anderen. Für den Löwe toll, der andere ist tot. Geil, ich bin der King, ich krieg alle Bitches ab. An dieser Stelle scheint das Eis dünn zu sein. Vielleicht kannst du es mit deinen Hörnern zur schönen Träne zurück. Ich bekomme alle Bitches ab. Yeah, ich bin der King der Löwen. Wenn ein Mensch einen anderen Mensch tötet, wird der übelst gemieden. Es ist einfach das Gewissen bei einem Mensch, das einen so. Ja, es ist gebrochen. Tja, aber. Oh nein. Oh ja. Schon traurig, hey. Schon wieder. Da kann ich nicht hochklettern. Doch du kannst nach oben in die Freiheit klettern. Hör zu, du wirst später noch mehr Wände dieser Art vorfinden. Versprich mir nie aufzugeben. Ich werde auf einem anderen Weg entkommen. Du musst durchhalten. Vielen Dank. Die Ziege wird nicht entkommen, die stirbt. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall hat sie viel, viel, viel von, also, ja, wie soll ich das sagen, Wissen verbreitet. Es geht eigentlich nicht nach oben lang, aber ich laufe immer nur schnell nach oben lang, denn dort oben gibt es noch was zu finden. Wenn ich es denn noch weiß, wo es war. Müssen wir halt mal gucken. Level 13, 15 habe ich gesagt für den Boss. Ich glaube, jetzt kann ich nämlich hier rechts lang. Und durch die Lawine hat sich da ein bisschen was aufgetan. Und ich bin so froh, wenn ich endlich mal meinen Blitzstich wieder benutzen kann. Oder? Ich glaube, hier unten war was. Oder war das hier? War das hier? War das hier? Nein. War denn das? Auch nicht. Irgendwo gab es was. Ganz, ganz sicher. Ich weiß es noch nicht mehr. Ah ja, Damenkristall. Genau. Tot. Und ich werde immer reicher, immer, immer reicher in dem Spiel. So. Na, komm schon. Ich kriege einfach nicht immer hin, aber ich finde es gut, dass der Sprungangriff hier auch sehr, sehr viel Wirkung zeigt gegen die Gegner. Alter. Und der, ach, Blitzstich geht. Der geht. Der macht nur wenig Schaden. Ach so. Oh, schön. Schön zu wissen, dass bei den Viechern wenigstens funktioniert.
So, genau. Hier ist die Lawine und nun komme ich an diese Truhe ran. Vitale Lektüre. Halt mal. Stirb. Das war, glaube ich, alles. Okay. Dann raus hier. Und Richtung Yeti zurück. Genau zu dem, der mich vorher geworfen hat. Oh Gott, jetzt esse ich da einen Sch. Weil ich auf X gekommen bin. Naja, nicht weiter schlimm. Ich habe ja noch genug. So. Jawohl. Bam, Baby. Level 14 erreicht. KP steigen um 9. Stärke um z oh, 2. Abwehr um 3. Wow, Glück um 2. Oh, das ist ein schöner Stat-Boost. Oh, wow. Oh ja. Ich merk's. So, hier ist schon eine Truhe. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da rankomme. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob ich jeweils schon mal bei der Truhe war. Ich weiß auch gar nicht, was da drin ist. Vielleicht habe ich auch zu wenig Zeit, das nachzugucken. Vielleicht habe ich mir auch noch nie. Ja, ich habe mir noch nie Gemühe gemacht. Die Lawine scheint den See verschüttet zu haben. Jetzt kann ich nämlich über den See laufen. Okay. Und ich spiele erst 11 Minuten, was bedeutet, der Boss ist auf jeden Fall drin heute. Und dann komme ich dann in Tibet raus und schön. Ein paar Gegner töten. Einfach so. Ach. Oh, schön. Das ist immer das schönste Gefühl im Spiel, wenn man Gegner one-hittet. Und kletter mal da hoch. Perfekt. So, hier gibt es zwei Wege. Oder was ist zwei Wege? Aber es gibt zwei Truhen, die ich gerne hätte. Einmal das Waldkraut. Und dann da oben die Truhe, die es da noch gibt. Es geht nämlich da unten lang bei der Truhe. Hier unten, den unteren Weg muss ich nämlich lang gehen. Dann kann ich da hochklettern und dann komme ich den richtigen Weg. Aber hier gibt es noch eine Truhe, die ich gerne hätte. Mit 99 Talern. 99 Talerchen liegen in der Truhe rum. blub. Okay. Und rups. Kommt hier vielleicht noch was? Oh, Blobs, oder wie die heißen. Blobs, blub, blub, blub. Ekelschleim war's. Ich weiß gar nicht, ob der Erfahrung gibt, die kleinen. Ich hoffe es aber mal. Ich hoffe, dass hier alles viel Erfahrung gibt. Oh, ich habe schon was gesehen. Ihr wahrscheinlich auch. Was es da oben gab für mich noch. Und. Nein! Oh, toll. Das bringt ihn aber nicht viel. Du bist entdeckt. Ja. Ihr seid tot. Ach, das bringt ja nichts. Was? War das jetzt nur Luck oder? Alter. Bin ich mit Level 14 hier wirklich so gut dran? Wow. Das ist aber, wenn man das Spiel. Ich spiele es ja nicht mal. Wie soll ich sagen? Ich töte halt alles, was mir auf dem Weg liegt. Ich töte jeden Gegner einmal. Wahrscheinlich ist das vielleicht auch Sinn des Spiels. So, auf jeden Fall muss ich jetzt hier reinhüpfen. Blop. So. Und da reinhüpfen. Und da hoch. Ach, macht doch den Angriff echt. Danke für den Crit. Oh, normaler Angriff macht auch viel Schaden. Und ich bin einfach. Oh mein Gott, da war ja ein Stein, habe ich gar nicht gesehen. So, 200er Crit. Schon cool. Gut, da könnte ich jetzt runter, um einfach wieder unten lang zu laufen. Oder ich könnte hier hoch, um zum Boss zu gelangen, oder was? War das schon der Boss da oben? Ich glaube, ein kleines Stückchen noch, dann bin ich beim Boss. Ach ja, das macht ja nichts. Obwohl der Boss ist. Ein Scheißboss, sage ich jetzt mal so. Ein richtiger Scheißboss. Wenn man das mit dem Blitzstich, was ich mal erklärt habe, drauf hat, dann
ist das so ein Partikel-Dodge. So, jetzt kommt aber zuerst ein Yeti, der Lawinen macht. Und ich bleib einfach mal da unten in der Ecke stehen und drück einfach nur... Ich drück einfach gar nichts. Denn das ist so ein Event-Boss. Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich auf dem Rennen-Knopf draufbleiben. Dann ist das ganz einfach. Hast es bald. Na komm, du dummes Viech. So, das war's. Warst du schon mit Nummer 1, oder? Ich glaube, das war's. Der Boss hat, glaube ich, 3 Phasen. Einmal der Yeti. So. Das ist nämlich so ein Morphling, oder wie heißt denn das Viech? Morph, bla. So. Der nächste Boss ist ein Geist, bei dem man einfach nur die Dinger zurückschlagen muss. Den kann man nämlich so nicht treffen. Na komm, hast's bald. Da muss ich mich anders positionieren. Autsch. Verdammt. Und umso stärker ich bin, umso mehr Schaden macht es. Ich war hier schon mal eins. Ich glaube, der Kampf ging über eine halbe Stunde mindestens. Dass ich nicht verreckt bin, weiß auch nicht, aber... Puh. Und Crit. Schön. Bäm. So, das war Nummer 2. Und alle schönen Dinge sind... Genau. So. Oh mein Gott. Also, ihr könnt bestimmt 30 Minuten vorspulen. 5 Schaden. Das ist genau das, was ich meine. Wenn man mit dem Blitzstich immer so schön im Kreis rennt, dann können dem... Also können mir die Fledermäuse nichts anhaben. Und damit die mir was anhaben, zeige ich es euch. Zack, 15 Schaden. Acht Schaden, okay. Und es ist am einfachsten, das im Kreis zu machen, wenn man das in dieselbe Richtung macht. Obwohl, in dieselbe Richtung geht auch, aber wenn man das in die umgekehrte Richtungen macht, ach, keine Ahnung, muss halt einfach können, ich habe keine Ahnung. Man muss halt einfach im richtigen Moment drücken, dann geht es. Oh Gott. Fressen wir mal was? Ja. Ach, Kacke. Oh je, ich weiß gar nicht, wie viel Leben der hat. Ich hoffe mal einfach nicht so viel. Aber dann wird der Kampf schon mal nicht langweilig. Okay, bam. Oh, diesmal habe ich schön erwischt. Schön so mit der Seite erwischt, dass ich nicht getroffen werde. Und nochmal, schön. Okay. Oh Gott. Gleich zweimal erwischt. Vielleicht dachte ich treffe ihn zweimal, aber es geht glaube nicht. Sonst könnte ich das ja mit dem Blitzstich machen, aber... Meine Fresse. Ich habe keine Lust, den Blitzstich zu benutzen. Der macht so wenig Schaden. Das lohnt sich. Das lohnt sich, wenn ich anstatt 5 Schaden 8 oder 7 mache. Einfach... Jeder, der rechnen kann, weiß, dass es sich lohnt. Wieder 8 Schaden. Heißt denn der Boss? Morph?
Morph, irgendwas mit Morph, glaub, oder? Morph-Dämon oder so, nee. Oh wow, scheiße. Ah, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Ich hab keine... Oh shit, ich hab keine Heilknollen mehr. Wunderknollen. Oh oh. Oh oh, hätte ich das früher gewusst, hätte ich mehr aufgepasst. Die anderen heilen nur 20, das ist natürlich mickrig. Oh Gott, wirklich. Das heißt, um mich einmal voll zu heilen auf 20 HP, brauche ich 5 Stück. Hohoho. Hoho. Jetzt kommt sicher so ein Korinthenkacke und sagt, dann brauchst du 8 Stück. Brauchst du 6 Stück, weil die 8 HP... Oh Mann. Oh, oh, was haben wir denn hier? Da habe ich ja noch was mit 5 HP. Das ist natürlich schön. Schade wird, dass es nicht aufgestockt wird, sondern es bleibt auf dem Wert, auf dem ich bin. So. Das gibt halt einfach einen langen Part, denn danach kommt ganz viel Story. Oh Mann, was mache ich denn immer? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach! Jetzt klappt es gerade gar nicht mehr. Jetzt, da ich weiß, dass ich keine Wunderknollen mehr habe, baue ich echt Scheiße. Alter! Ja, 10 Minuten Bosskampf. Willkommen. Wie gesagt, könnt ihr bestimmt eine halbe Stunde vorspulen. Der einfach... Es nervt einfach. Blocken kann man die auch nicht. Man kann keine physischen Angriffe blocken. Man kann nur Dings blocken. Dingsangriffe hier. Ihr wisst schon. Schüsse oder irgendwas. Fledermäuse kann man nicht blocken. Was mache ich? Falsch Knopf. Verdammt nochmal. Hat er mir jemals 16 Schaden gemacht? Ich glaube ja. Genau darum esse ich einmal. Noch eine. Wie viel habe ich denn noch? 6. Das heißt noch 120 HP. Das heißt einmal voll. Wenn dieser Zwischenpart nicht so lange dauern würde mit diesen scheiß Fledermäusen, meine Fresse. Das ist wirklich der nervigste Boss im ganzen scheiß Spiel. Kein Boss ist so nervig. Nein, nicht mal die. Nicht mal die. Nicht mal der nächste Boss, der kommt. Aber das wird eine ganze Weile dauern, bis man zu dem Boss kommt. Oh, komm schon, Spiel. Bitte, sei doch mal nett zu mir. Sei mal ein bisschen netter zu mir. Der Part geht bald eine halbe Stunde dann. Aber was soll's, dann ist Part 9 oder 10? Ist das Part 9 oder 10? Keine Ahnung, scheiß doch drauf. Mir ist es egal. Ich werd's dann schon rausfinden. Aber wie gesagt, ich hab mal gesagt, in Part 3 oder 4... dass ich einem zugeguckt habe, der nach 10 Parts erst da war, wo ich nach dem dritten Part war. Und nach 10 Parts bin ich hier. Wow. Wow, dann hat der 30 Parts. Wahrscheinlich hat er ein höheres Level gehabt als ich. Vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Und zwar blind und hat keine Ahnung gehabt, wo er langlaufen musste. Das macht echt viel aus. Wenn man in einem Spiel weiß, wo man hin muss.
Meine Fresse, das gibt's doch nicht! Ich wünschte, ich hätte mitgezählt, wie viel Schaden ich gemacht habe. Ich wünschte es. Baby! Vielen Dank! Morphdämon, ich wusste's, bam! Ich wusste, Stimme. Ah, der Tag ist gekommen, die Menschheit wieder zu erwecken. Menschen sind intelligente Tiere mit der Fähigkeit, Dinge zu erfinden. Doch sie sind sich der Macht, die sie besitzen, nicht bewusst. Oh, das stimmt. Selbst heutige Zeit ist es so. Du musst weiterhin für das Wachstum der Welt sorgen. Oh ja. Oh ja. Und das soll sein, mit Absicht. Das heißt, ich bin in der Zeit jetzt abgedingst von der Zeit eigentlich. Beziehungsweise von der Zeit unabhängig. Und das ist der Lauf des Lebens. Pflanzen wachsen, Tiere fressen Pflanzen. Pflanze verschwindet. Eigentlich müsste jetzt ein Mensch kommen und das Viech jagen und töten und essen und kochen und aber der Vogel frisst. Warum auch immer ein Vogel? So, und das Vögelchen bekommt ein Kind. So ist eigentlich der Lauf. Doch, im Moment ist es so. Gegner töten das Kind und die Mutter und oh mein Gott, was machen wir nun? Und da taucht jemand auf. Und gibt ihm voll aufs Maul. Oh ja. Kapitel 3, Licht und Schatten. Es gibt 5 Kapitel, falls ihr euch das fragt. Wie in jedem richtig gescheiten Buch. Und nun bin ich im Hauptteil. Du bist wach, wie geht es dir? Das muss ich Lord Kumari berichten. Wie schön, dass du erwacht bist. Alles cool. Menschen, es gibt nun wieder Menschen. Aber ich gehe nur noch an eine schnelle Position. Ganz schnell. Genau, das Dorf heißt Lasha. Und zwar, ich gehe noch schnell da rein. Zu einem wichtigen Gegenstand. Genau, zu meinem Speicherpunkt. Und verabschiede mich von diesem Monsterpart. Aber ich liebe das Spiel einfach zu sehr. Bis zum nächsten Mal.